Salmon ist CMD-Patientin, hat erheblichen Schmerz im Kopf, hat eine Kiefersperre und krampfartige Schmerzen im Kiefergelenk. Und was genau sie dagegen tun kann, das erfährt sie hier von mir. Salmon hat uns ihren Fall eingeschickt und ich gehe das Beschwerdebild durch und gebe eine fachmännische Anleitung, was sie dagegen tun soll. Also steigen wir einmal ein. Salmon hat seit 3 Jahren Schmerzen und krampfartige Schmerzen hier am Kieferbereich, sagt sie. Wahrscheinlich, sagt sie, wird das durch Knirschen ausgelöst. Es wird also auch nicht wirklich richtig besser, weil sie immer wieder in das Knirschenmuster reinfällt. Sie sagt, eine Schiene hilft ein wenig. Auf einer Skala von 0 bis 10 ist der Schmerz im Kieferbereich auf einer 6. Des Weiteren hat sie eine richtige Kiefersperre, vor allem wenn sie morgens aufwacht, dass sie merkt, sie kann nicht mehr so richtig den Kiefer da öffnen, das geht nicht weit. Sie hat da kaum Verbesserungen, wenn die Physiotherapie sie ein bisschen massiert, sagt sie, aber eigentlich ist es ein wahres Problem, dass sie den Mund nicht weit aufkriegt. Zum anderen, sagt sie, hat sie auch seit 1 Jahr ungefähr so einen Druck im Kopf, immer und immer mehr, und sagt, wahrscheinlich kommen es durch die Kieferverspannungen, der Druck ist auch relativ heftig, also auch auf einer 6 von 10. Des Weiteren sagt sie, ab und zu hat sie Rückenbeschwerden und natürlich, das wissen wir schon, sie knirscht und sie presst mit den Zähnen. Probiert hat sie natürlich die Physiotherapie, sie hat die Knirscherschiene probiert, sie hat aber auch Übungen gemacht und hat auch sogar Manualtherapie erhalten, aber das schien alles nicht von langfristigem Erfolg zu sein. Des Weiteren sagt sie, hat sie als Probleme, dass sie sehr unausgeschlafen ist und dass sie ein Sodbrennen hat. Ihr Ziel ist ganz klar, sie sagt, sie möchte gerne das erreichen, dass die Verspannungen im Kiefer wirklich dauerhaft mal gelöst werden. Und das sollten wir schaffen, Salmon, wenn wir hier ein bisschen näher mal reinschauen. Ja, was sind jetzt so meine Auswertungen? Was sind meine Ursachen, die ich dir sage, die darauf hinweisen, was das Problem ist? Nummer 1 ist, das Problem sind die Schlafstörungen. Du sagst, du hast da erhebliche Probleme, immer wenn du aufwachst, dass du A, die Kiefersperre hast und dass du aber auch merkst, dass dann der Kiefer mehr Schmerzen hat. Und das weist auf Schlafstörungen hin, also nachts passiert etwas, was dich dazu führt, mehr zu pressen und zu knirschen, das sind Schlafstörungen. Und hier sollte man mal im Schlaflabor mit einem Schlafmediziner abklären, was du dagegen tun kannst, um das halt wirklich dauerhaft zu beseitigen. Hätte aber den Effekt, dass du einfach deine Kieferverspannungen los bist, deine Kiefersperre und natürlich auch deine Zähne dauerhaft geschützt werden. Die Nummer 2 ist, der Ursachen deiner Probleme sind die Verspannungen in der Kaumuskulatur. Du hast erhebliche Verspannungen, das was du schilderst, sind einfach muskuläre Festigkeiten, Triggerpunkte, die bestehen. Und die Ursache ist da auch wieder zurückzuführen zum Knirschen und zum Pressen. Auch hier wäre wichtig, dass du sehr viel durch Schlaflabor abklären lässt, dann hättest du es schon erledigt. Aber zum anderen auch, dass du ein Kiefersystem mobilisierst und auch stabilisierst. Weil dadurch nimmst du natürlich den Druck vom Kiefer runter und hast eher einen entspannten Kieferbereich als vorher. Das Dritte, was mir auffällt, aufgrund, dass du auch mal einen sehr heftigen Treppensturz hattest, hast du geschrieben und auch eine Platzwunde am Kopf davongetragen hast, ist das Problem Instabilität in der Halswirbelsäule. Die Instabilitäten, die kannst du untersuchen lassen. Da kann man mal einen Test machen. Im Urin zum Beispiel wird da untersucht auf Nitrostress, ob das so ist oder nicht. Und du müsstest deine Stabilisation der Halswirbelsäule aufbauen und der gesamten Wirbelsäule, um auch dadurch dein Kiefersystem langfristig zu entlasten. Umso besser die Halswirbelsäule hier stabil ist, umso weniger Kieferverspannungen hast du hier. Denn die beiden arbeiten die ganze Zeit zusammen. Und wenn ein Bereich sehr verspannt ist, dann ist der andere natürlich mehr der Haltebereich und verspannt aber dann auch auf Dauer. Deswegen ist es wichtig, die Halswirbelsäule hier mit ins Boot zu holen. Was ich dir noch empfehle, ist mal die Medikamente hier ein bisschen abzubauen. Du nimmst ja Medikamente und zwar Schmerzmedikamente täglich, hast du geschrieben, in 15 Jahren. Das ist natürlich relativ heftig, weil du dann natürlich deine Entgiftungsorgane ziemlich belastest, Darm, Leber, Niere, und die natürlich dann auch nicht mehr gut funktionieren können und auch wiederum dir zum Beispiel Kopfschmerzen machen können. Deswegen hier ganz klar,
erstmal die ersten Ursachen abklären lassen, den Schlaf verbessern, Knirschen und Pressen verbessern, aber dann im zweiten Schritt mal eine Darmsanierung machen und mal den Darm wirklich entlasten und die ganzen Giftstoffe, die du gesammelt hast mit den Schmerzmedikamenten, mal raus, langsam wieder aufbauen und dann die Schmerzmedikamente am besten, wenn es geht, natürlich belassen und mal mit dem Arzt zu bereden, ob du sie ersetzen kannst, verändern kannst, ob du auf pflanzliche Schmerzmittel zurückgreifen kannst, wenn du es überhaupt noch brauchst. Durch die ersten Schritte sollte sich das schon erledigt haben. Aber das sollte dann ein Zukunftsprogramm sein, mit dem Arzt begleiten, zu sagen, ich möchte die Schmerzmedikamente absetzen und der muss mir beibringen, wie, damit dann auch nachfristig dann keinerlei Nebenwirkungen mehr bestehen im Körper. Und ich empfehle dir natürlich auch, dass du dich gut ernährst, denn dein Darm war lange genug belastet mit Schmerzmedikamenten. Dem wird es nicht ganz so gut gehen, kann ich mir gut vorstellen. Und du hast auch ja gesagt, du hast noch ein bisschen da Probleme, auch mit Hernien und so weiter. Deswegen achte mal bitte auf deinen Schlaf, dass der gut ist, sowie halt auch auf dein Verdauungssystem und auf deine Ernährung. Und das spielt immer zusammen eine ganz große Rolle und beeinflusst sich. Ja, dann hast du noch eine Narbe am Kopf, die würde ich dir empfehlen, dass du sie mal entstören lässt, sodass da auch keinerlei Ausstrahlungen in den gesamten Kopf hineingehen und dann auch deine Kopfschmerzen mal ein Ende haben können. Und ich würde dir empfehlen, dass du dich mehr bewegst, dass du dein Kiefersystem auch ein bisschen entlastet durch Stressabbau, einfach mehr Bewegung reinführst ins System, deine Halswirbelsäule dadurch auch stabilisierst und natürlich auch deine Rückenschmerzen in den Griff bekommst. Das sind jetzt mal so meine Einschätzung deines Falls. Wir können dich gerne dabei unterstützen, die konkreten Schritte zu gehen und zu wissen, wer hier der Ansprechpartner ist und wie du Übungen umsetzen kannst, um da rauszukommen aus deinen Beschwerden. Klick dazu einfach aufs Beratungsgespräch, liebe Selmen, und dann sehen wir uns. Und wenn du sagst, Mensch, das ist aber ein interessanter Fall gewesen, ich erkenne mich da irgendwie wieder, das möchte ich auch mal haben. Wir haben hier einen Link, dann klickst du drauf, füllst uns den Anamnesebogen aus. Wir ziehen deinen Fall und wenn wir den gezogen haben und du bist der Glückliche und die Glückliche, dann geben wir dir Bescheid und schicken dir eine ganze Auswertung zu und du hast auch den Vorteil, dass du noch mit uns ins Beratungsgespräch kommen kannst, weil das hat noch niemand für dich getan, so ausführlich mal dich zu analysiert und dann die nächsten Schritte auch gewusst, die du tun musst. Also klick gerne auf den Anamnesebogen und sei dabei.